Der Bocksprung mit Partner. Der Partner nimmt eine ganz stabile Bockposition ein. Der Kopf ist unten, ganz wichtig, und er stützt sich mit seinen Ellenbogen oder Händen ab. Und der Popo kann ruhig auch ein bisschen höher. Jawohl. Ich nehme Anlauf und ganz wichtig, beim Bocksprung sind meine Arme gestreckt. Ich werde nicht drüber springen können, wenn ich die Arme beuge. Mit den gestreckten Armen habe ich wie einen Stütz und springe dann mit beiden Beinen gleichzeitig über ihn drüber. Ja, ruhig ein bisschen Anlauf nehmen, hopp. Ja, mal drüber.